dich. Bevor ich jetzt mit dem üblichen Geplappere anfange, möchte ich mich erstmal bei meinen Abonnenten bedanken. Und zwar ist die Zahl jetzt mittlerweile auf 10 Stück gestiegen. Gut, manche würden jetzt sagen, 10 Stück, haha, was ist denn das? Für mich ist es viel und es freut mich wirklich sehr, dass es langsam peu à peu immer mehr werden. Dann möchte ich mich auch für die neuen Likes auf Facebook, ne, also Facebook, Ando macht's, bedanken. Es sind einige dazugekommen, was mich wirklich sehr freut. Das ist auch ein Zeichen, dass die Arbeit, die ich hier reinstecke, halt auch anerkannt wird oder dass halt die Videos den Leuten gefallen. Also vielen Dank für eure Likes und für eure Abos und würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Also heute wollte ich gerne einen Ketchup selbst machen. Und zwar ist der eigentliche Plan, dass wir gleich Hamburger zubereiten. Aber das werde ich dann in einem separaten Video dann demonstrieren. Jetzt geht es erstmal um den Ketchup. Dazu haben wir einige Zutaten jetzt ausgewählt, wie zum Beispiel Paprika, Curry, Ingwer, Knoblauch, Beifuß oder halt hier Lorbeerblätter. Dazu brauchen wir ungefähr 1,5 Kilo Tomaten, dann eine Paprika, eine Zwiebel und etwas Tomatenmark. Natürlich ganz wichtig für Ketchup, der Zucker, Salz und Pfeffer. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Los geht's mit dem Schneiden der Tomaten. Diese werden wir halt jetzt in kleine Würfel schneiden. So, mit den Tomatensteinen sind wir jetzt fertig, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Paprika. Die schneiden wir jetzt auch in kleine Stücke, weil das muss alles gleich schön köcheln. Und danach machen wir die Zwiebel fertig und danach schneiden wir dann nur noch den Knoblauch und den Ingwer. Und dann ist das eigentlich soweit fertig, dann kann das in Ruhe vor sich hin köcheln und ich habe ein kleines Päuschen. Schneiden sind wir jetzt eigentlich durch. Wir haben jetzt hier den Knoblauch, die Zwiebeln, den Ingwer geschnitten, dazu auch die Paprika und die 1,5 Kilo Tomaten. Das werde ich jetzt wieder bevorzugt in meinen Wok zubereiten, die Tomaten jetzt langsam ein bisschen köcheln lassen und nach dann halt hier die Kräuter und die Gewürze dazugeben. So, in den Wok tue ich jetzt etwas Olivenöl hinein. Hier bitte auch aufpassen, dass das Olivenöl nicht zu heiß wird. So, nun kommen die Tomaten mit rein. Und die Paprika mit den Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch. Lass das Ganze jetzt etwas köcheln. So, das Ganze rühren wir jetzt einmal um.
20 Minuten Kochen sieht die ganze Geschichte so aus. Ich habe es schon mehrmals umgerührt und lasse es jetzt noch weiter 10 Minuten köcheln. So, der Ketchup ist nun fertig. Ich werde ihn jetzt von dem Beifuß und von den Lorbeerblättern befreien. Dann werde ich ihn pürieren und abkühlen lassen. Einen Schuss. Und rühren das nochmal um. Eine gute Konsistenz hat das ja schon. Jetzt muss es noch erkalten. Und dann kann man das herrlich für Pommes, für Burger, für alles Mögliche benutzen. So, der Ketchup ist fertig, hat auch eine gute Konsistenz, ungefähr so wie der Ketchup selber. Ja, wir werden ihn jetzt gleich für die Hamburger, wie gesagt, im separaten Video verwenden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, bis später, euer Andro.